Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, wir haben die Nebenmissionen so weit vorangetrieben, dass wir mit denen schon so quasi fertig sind. Wir sind jetzt hier in der Hauptquest oder in der Hauptmissionsreihe auf Würmeier. Wir müssen hier ein Salarianer-Team safen. Und dabei, ja, möglichst verhindern eben, dass eben jene irgendwie gekillt werden. Wow, Alter. So, Raketenschütze. Oh, was soll das? Ah, hier wieder vorsichtig fahren. Naja, so viel zu dem Thema. Naja. Artenerhaltung ist nicht gerade meine Stärke. Boah, alter Schwede. Alter, alter, alter. Oh, du, 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 du. Ja, ich fahre natürlich genau rein. Das sieht mir mal wieder ähnlich. Und tschüss. So. Jetzt können wir dann hier gleich mal unsere neue Pistol testen an unseren Feinden hier. Boah, das Ding geht ja mal richtig ab. Hey. Nice one. Freut mich schon mal voll fett, Alter. Okay, hat er geschossen. So, mein Leute, das überbrücken, das dürfte ja nicht allzu schwer werden. Alles mitnehmen. So, hallo. Oh ne, ich nicht schon wieder so gut ab. Ja, schau. So, mal ganz entspannt eine Stufe aufgestiegen. Aus. Gehärteter Waffenspind. Schwere Dechiffrierung. Nein. Das probiere ich gar nicht erst. Keine Lust. Ja, ich glaube, das war's auch hier. So, kann ich da runterspringen? Nee, lieber nicht, sonst verrecke ich noch. Ja, werden wir es schaffen, das salarianische Team rechtzeitig zu befreien von der Belagerung der Geth? Oder werden sie eines grausamen Todes sterben, indem sie zerstückelt werden und was weiß ich alles? Ja, ich glaube, so extrem wird es jetzt nicht ausfallen, aber... Uah, ja, natürlich ist hier ein Koloss. Hä? Der hat mich doch überhaupt nicht getroffen? Oh ja, genau. Bist du aus meinem Arsch, Junge. Nein! Ab Gnade! Oh, Alter. Das Ding ist ja Gott sei Dank mal gar nicht übertrieben. Mir kommt vor, als ob das überhaupt nichts bringt, wenn ich auf die Viecher schieße. Ich glaube, ich muss da wirklich den Zoom benutzen, weil ansonsten... Ich glaube, ich lasse jetzt erstmal die Schilde wieder regenerieren. Ich glaube, wenn unser Marco Schrott ist, ist das nicht so gut. Na, grüß dich, Kampfläufer. Tschüss. Ja. Kleine Ausführung vom Koloss, dieser Kampfläufer. Na, jetzt go.
Komm schon, Speicher. Menno. Geht dann halt nicht. Wir werden auch so ankommen gegen die Kolosse. Hoffe ich. Zumindest ein bisschen. Können uns ja vorsichtig vortasten. Ja, natürlich. Okay, ohne Kompromisse! Für Sparta! Natürlich schieße ich daneben. Kann ich den einfach umfahren vielleicht? Da, du hässliches Vieh! Friss dies! Narr! So. Das war Nummer 1. Lief doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, Nummer 2 müsste hier jetzt auch noch irgendwo rumgurken. Hallo Nummer 2? Ja, da bist du ja Nummer 2. Daneben, daneben. So. Pah, du bist nicht der Einzige, der snipen kann, mein Freund. Okay, ist da sonst niemand, oder was? Da ist unser Ziel, Commander. Da ist unser Ziel, Commander. Wow, super. Klasse Ziel. Seit wann hat ein Garrus so eine James-Bond-Stimme? Es muss einen Weg geben, das Geschütz auszuschalten. Ja, voll hier sexy Garrus, ey. Ja, das kannst du mal schön knicken, mein lieber verwüster Freund. So, wie sieht's hier sonst aus? Das sieht doch gut aus. Ja, alles nehmen. Gehen Sie vor. Gehen Sie vor. Gehen Sie vor, Commander. Ich möchte Sie gerne von hinten sehen. Knackigen Arsch will ich doch nicht verpassen, Commander. So, Torsteuerung aktivieren. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Scheiße. Fuck that. Eh genügend Universalgel. Fahrzeugtore offen. Frachttore geschlossen. Ich könnte mich da nicht mal runterstürzen. Nein, ich kann mich nicht umbringen. Wie grausam. Es gab irgendwie mal eine Stelle in dem Spiel, da konnte man tatsächlich an irgendeiner Stelle abstürzen, was ziemlich awkward war. Verstörend obendrein. So. Gleich können wir den Salarianern helfen. Aber noch nicht allzu schnell, wie mir scheint, weil... Ah, da ist schon mal die Normandy. Ja, genau. So war das gedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wenn schon, denn schon, heißt es immer so schön, ne? So. Ich fürchte, den Rest müssen wir manuell ausschalten. Wow. Das ist jetzt, das geht jetzt krass ab. Ja, vorrücken.
Okay, das, Puh, gut, dass Ash so viel aushält. Gut gemacht, Ash, du bist es. Hallo? Jemand zu Hause? Na, scheinbar nicht. Fast. Wir sollten jetzt keine Probleme mehr haben, das Camp zu erreichen. Na, das hoffe ich doch mal. Verstanden, Commander. Wir haben den Schwein aus der Hölle geschickt. Ja, die Knarre können wir erstmal wieder wegstecken. So, war's das jetzt? Können wir jetzt endlich das Camp in Friede, Freude und Eierkuchen erreichen? Danke. Ja, vielleicht warten hier noch so ein paar einheimische Krebse auf uns. Die wollen uns sicher töten. Was ist das eigentlich? Commander, die Normandy ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Na, super. Ja, schau immer auf die Straße, wenn du Auto fährst. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Das ist wieder typisch ich. Oh, was ist denn das da hinten, Crunch? Da ist das salarianische Camp. Wow, das hat fett Kohle gebracht. So, dann schauen wir mal vorbei. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Sorry, sie kommen nicht. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geht. Ist er hier? Haben Sie ihn gesehen? Nein, aber seine Gates sind überall und wir haben einige Funksprüche abgefangen, in denen er erwähnt wurde. Das hier ist seine Einrichtung. Irrtum ausgeschlossen. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen Saren. Die Geths sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Tja. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge.
Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Hallo, Garrus. Ich mache mir Sorgen wegen Brax. Können wir ihm noch vertrauen? Die anstehende Schlacht jagt mir Angst ein. Ich weiß aber auch, dass Saren aufgehalten werden muss. Rex Verhalten gefällt mir nicht. Er ist bis zum Äußersten gereizt. Tja, das ist auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Ich bin schon viel zu lange auf dieser Mission. Meine Brut wird mich nicht mal mehr erkennen. Hallo, Liara. Ich habe mir Sorgen, dass Rex Loyalität ihm gegenüber bröckeln könnte. Ha, Quatsch! Alle machen sich um Rex' Gefühle Gedanken. Wir sollten lieber Erfolg haben, Mensch. Wir spüren noch immer den Preis der kroganischen Rebellion. So, gibt's da sonst noch irgendwas Interessantes für mich? Cool, wo geht's denn hier eigentlich lang? Oh, okay, ich geh schon weg. Aber das sind doch keine Gewitter, oder? Sind das Schüsse? Oder irgendwie so ein Zeug? Ja, Rex schießt ins Wasser, okay, der Rest ist das Gewitter. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Beruhigen Sie sich, Rex. Ich bin hier nicht der Böse. Saren ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Ich war ihnen gegenüber immer loyal. Himmel, sie haben mehr für mich getan als meine gesamte Familie. Aber wenn ich ihnen auch weiterhin folgen soll, muss ich wissen, ob ich das aus den richtigen Gründen tue. Rex, diese Kroganer sind nicht ihr Volk. Es sind Sarens Sklaven. Marionetten. Ist es das, was sie sich für sie wünschen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Ja, den darfst du gerne behalten. Kannst das Trophäen-Ding in den Schrank stellen. Ja, da haben wir Rex nochmal vor was Dummem bewahrt. Gott sei Dank. Und damit ist diese Folge aber auch leider schon wieder zu Ende. Es tut mir leid, Freunde. Mit Captain Kirae sprechen wir beim nächsten Mal und schauen, was für eine Mission er für uns hat. Bis dahin wünsche ich natürlich wie immer alles Gute. Euer Max. Ciao, macht's gut, Freunde.